Heute bei Wer weiß denn sowas? Tim Lehmann im Team mit Bernhard Hoecker. Und sie spielen gegen Jan Zimmermann und Elton. Gewitter im Kopf, es geht los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Am Freitag gibt es ja im ersten Mal Quiz-Doppelpack. Erst Wer weiß denn sowas, dann das Quiz-Duell. Und heute haben wir Tim und Jan zu Gast. Die ganzen Fans von euch, die heute natürlich alle zugucken werden. Ja, die sind jetzt bestimmt mega aufgeregt und freuen sich sehr, weil sie sagen, wow, Gewitter im Kopf im Fernsehen. Das kommt auch nicht jeden Tag vor. Und für alle, die euch nicht kennen, erkläre ich vielleicht mal ganz kurz. Ihr kennt euch schon ziemlich lange, seid schon zusammen zur Schule gegangen, habt euch da kennengelernt. Und seit knapp 2 Jahren betreibt ihr zusammen einen YouTube-Kanal. Und der heißt eben Gewitter im Kopf, Leben mit Tourette. Und Leben mit Tourette, das tut Jan. Ja. Genau, und also Tourette hat verschiedene Ausprägungen. Die allerverschiedensten Ausprägungen. Ja. Ich bin auch mal mehr, mal weniger stark davon betroffen. Mhm. Also je nachdem, wie stark die Symptome, also die Ticks durch das Tourette-Syndrom herauskommen, das könnte sich sehr wahrscheinlich im Laufe der Sendung dann auch durch Ausrufe zeigen, die ungewollt sind. Aber das ist so das Hauptmerkmal des Krankheitsbildes. Das sind manchmal, können Zuckungen sein, das können aber auch verbale Ticks sein, dass du mal irgendwas einwirfst. Genau. Und wer euren Kanal verfolgt, der weiß, dass ihr dieser Person, die dann die Ticks habt, den Namen Gisela gegeben hat. Also es bist dann nicht mehr du, Jan, sondern das ist dann Gisela, die sich anderweitig an der Sendung vielleicht später noch beteiligt. Genau, also das Tourette-Syndrom wird zu Gisela genannt. Eine zweite Persönlichkeit ist es jetzt nicht. Nein. Es wird dann häufig mal so fehlinterpretiert von Leuten. Mhm. Ist einfach nur so eine humorvolle Bezeichnung für die Ticks. Genau. Na, also wir freuen uns auf die Sendung mit euch. Bernhard und Elton an eurer Seite. Ja, und ich habe gleich was ganz Spannendes zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass die Deutschen jedes Jahr 15 bis 20 Millionen Euro für Vogelfutter ausgeben? Finde ich eine enorme Sache. 15 bis 20 Millionen Euro für Vogelfutter. Wen soll das jucken? Tja, das werden wir sehen. Jetzt gucken wir mal auf die Zuschauerverteilung. Fürs Vogelfuttern könnte dir das auch passieren. Vögel freuen sich. Ja, jetzt gucken wir mal auf die Zuschauerverteilung in unserem virtuellen Publikum. Unsere Gäste können sich ja per App qualifizieren, hier im Publikum dabei zu sein. Hinter Tim und Bernhard sind es 59 Zuschauer im virtuellen Publikum. Hinter Elton und Jan sind es 33. Ja, dafür können die viel Kohle gewinnen. So, und dann schauen wir jetzt mal auf die heutigen 12 Kategorien. Ihr kennt die Sendung, habt ihr verfolgt schon? Ja. Ja, auf jeden Fall. Habt ihr euch gut vorbereitet? Ich nicht, ich gucke kein Senioren-TV. Oh, komm, hör auf, Jan. Heute sind wir sicher kein Senioren-TV, sind wir sonst auch nicht. Heute sind ganz viele junge Leute dabei, wenn ihr da seid. Ja, hier sind unsere heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind: Wie ticken wir? Unsere Erde, clever, Mode, Einspruch, das Fragezeichen, Trick 17, damals Essen und Trinken, Kino, tierisch, tierisch und England. Das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie auswählen. Jede richtige Antwort 500 Euro und ihr habt beide einen Videojoker dabei. Bin ich auch noch sehr gespannt. Revi und Trimax wahrscheinlich. Schon mal so, du sagst, da habe ich Bock drauf, da kenne ich mich aus, da weiß ich alles. Ob ich das gerade denke? Ja. Boah, nee. vielleicht Trick 17? Ja, Trick 17. Oder? Ja, ist gut. Haushaltstricks, Lifehacks, alles schon mal dabei. Alles dabei. Wer sich eine Portion japanische Ramen-Nudeln kochen möchte, aber nur normale Spaghetti im Haus hat, hilft sich einfach mit A. etwas Backpulver, B, einem Schuss Apfelessig oder C, einem Esslöffel Paniermehl. Also ich muss sagen, ich würde B ausschließen, oder? Warum? Warum? Weil ich, ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich habe bei japanischen Ramennudeln, ohne H. Gut, also sie sind nicht viereckig. Ich hatte gerade überlegt. Bei japanischen Ramen-Nudeln war ich gerade bei so durchsichtigen Nudeln. Ja, so ganz dünne. Ich auch dran gedacht. Deshalb wäre ich so Glasnudeln? Ja, deshalb wäre ich eigentlich bei B.
Echt? Ja, dass das irgendwie die dünner macht oder durchsichtiger macht oder bestimmte Dinge auflöst. Hm. Weil Backpulver. Das sorgt ja eigentlich dafür, dass das eher so ein bisschen rauer wird, oder? Ja. Das macht eher so eine raue Beschaffenheit, würde ich sagen, oder? Das könnte ich mir vorstellen, weil Backpulver ist Stärke, die ist in Nudeln eh drin und Paniermehl, ja. Das. Da ich nicht genau weiß, was Rahmennudeln sind und ich Apfelessig am abgefahrenen finde, vielleicht legst du die erstmal ein in Wasser mit Apfelessig und lässt die lange ziehen. Das wäre so ein. Ja. Ja. Ja? Ja. Lass uns B nehmen. B. Wir nehmen B. Lust auf eine Portion Ramen, aber keine Original-Ramen-Nudeln im Haus? Kein Problem. Auch herkömmliche Spaghetti lassen sich mit einem Trick annähernd zu Ramen verwandeln. Dafür einfach pro Liter gesalzenem Nudelwasser vorsichtig, damit es nicht überschäumt, einen Esslöffel Backpulver hinzufügen und die Spaghetti etwa eine Minute länger als auf der Packung empfohlen kochen. Das Backpulver, dessen Inhaltsstoffe auch bei der Herstellung echter Ramen-Nudeln zum Einsatz kommen, erhöht den pH-Wert, was die Spaghetti elastischer und damit Ramen-ähnlicher macht. Das sind Ramen-Nudeln. Hm? Ja. Das sind diese weichen, langen Spaghetti. Ramen-Nudeln. Sind Spaghetti ist nicht immer weich und lang. Ramen-Nudeln sind keine Glasnudeln, das sind nicht die durchsichtigen. Die sind tatsächlich Ramen, also so ganz glibberig, rahmig. Ja. Ein bisschen andere Konsistenz noch als klassische Spaghetti. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Ihr könnt direkt in Führung gehen. Das machen wir. Ihr habt jetzt schon mal gesehen, wie man es nicht machen sollte. Aber den Trick muss ich mir merken, fand ich ganz interessant. Ja. Ich finde ja jetzt gerade heute, wie ticken wir, sehr interessant. Genau, wird so vom Sprichwort her gut auf mich zutreffen. Da wüsste ich nicht genau, was da für Fragen kommen. Das ist so ein bisschen Psychologie. Das stimmt. Ich würde so aus dem Gefühl heraus am ehesten zu unserer Erde oder zu England tendieren. Gut, dann nehmen wir England. Das machen wir. Der Londoner Street-Art-Künstler Mobster A senkte die Kriminalitätsrate in einem Vorort um 70%. B durfte das Konterfei Queen Elizabeth auf Briefmarken gestalten. Oder C ließ die Stadtreinigung unwissentlich sein Kunstwerk vollenden. Mist, ey. Wer ist das? Wer ist Mobster? Also ich muss sagen, der Street Art Künstler, das habe ich, den Mobster habe ich bisher noch nie was von gehört. Nee, ich leider auch nicht. Leider nicht. So, er durfte das Konterfei Queen Elizabeth auf Briefmarken gestalten. Ey, das wäre eine große Ehre. Das kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen. Glaubst du, dass die Monarchie dafür einen Street Art Künstler nimmt, um das zu gestalten? Ja, Stadtreinigung, was sollen die machen? Wischen das, verwischen das und dann ist es fertig? Ich könnte mir das mit dem C vielleicht auch am ehesten vorstellen, weil wenn er ein Street-Art-Künstler ist, macht er die Kunst ja dann auch draußen. Ja. Und vielleicht hat die Stadtreinigung das nicht als Kunst wahrgenommen und gedacht, das ist Dreck oder Schmutz und hat es beseitigt. Ist auf jeden Fall. Ach nee, ganz im Gegenteil, steht da vollenden. Ja eben, also die müssen das verwischen und dann ist es angeblich vielleicht zu Ende. Ich finde A irgendwie ganz cool. Vielleicht sind das lustige kleine Motive, wo die dann gut drauf sind und dann nicht mehr einbrechen oder nicht mehr gewalttätig werden. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Wollen wir A nehmen? Ja, würde ich. Ja? Ja. Wir nehmen A. Starten wir mit A. Gucken wir uns an. Der Street-Art-Künstler Mobster ist vor allem für seine typografischen Botschaften auf Wänden und Werbetafeln bekannt. 2013 kreierte er auf einem alten Backsteinhaus in London ein hinterlistiges Kunstwerk. Auf die Idee kam er im Jahr zuvor, nachdem eines seiner Graffitis von derselben Wand entfernt worden war. Daraufhin begann er die Wörter "Buff this", zu Deutsch "entfernt das", an verschiedene Stellen auf der Wand zu schreiben. Jedes Mal überdeckte die Stadtreinigung den Schriftzug, bis am Ende ein großes Fragezeichen auf der Wand prangte. Das ist aber auch schlau. Ja. Ja, verdammt. Es bleibt erstmal unentschieden. Ja. Weiter geht's. Zu was tendierst du denn am meisten? Ach, clever. Ja, ne? Weil es gibt immer, eine ist immer schwer und die eine ist Essen, die andere ist irgendwann basteln. Um sich in Joggingschuhen keine Blasen zu laufen, sollte richtige Größe. A, der Laufschuh parallel und nicht über Kreuz geschnürt werden. B, eine Lage Backpapier unter die Schnürung gelegt werden. Oder C, der Schnürsenkel am Ende durch die extra Löcher gezogen werden. Das wäre jetzt die perfekte Frage für dich. Ja, weiß ich.
Puh. So. Ich würde B ausschließen, weil wenn du jedes Mal eine Lage Backpapier unter die Schnürung legen musst, das ist doch dann total nervig. Das könnte ja, das man auch von Herstellerseite aus, könnte man, da ist ja die Zunge eigentlich drunter. Ja. So, was ist denn jetzt der Laufschuh parallel und nicht über Kreuz geschnürt werden? Parallel nicht über Kreuz geschnürt werden? Wer ist dein Joker? Mein Joker ist meine Mutter. Kennt ihr sich mit sowas aus? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die kann Schuhe binden, obwohl es Bau ist. Das Problem ist nicht die Schleife, leider. Ja. Also ich würde tatsächlich auf bis jetzt zu C tendieren, weil ich glaube, dass dieses extra Loch am Ende, das benutzt man ja eh nicht, vielleicht ist es dann extra fürs Jogging gedacht. Normalerweise benutzt man das ja nicht. Und ich glaube, dass das für einen extra Halt sorgen könnte, dass man nicht die ganze Zeit hoch und runter rutscht. Aber wenn du sollen wir C sagen? Ja. Wir nehmen C. Unter Läufern ist die gesuchte Schnürung auch als Marathonschnürung bekannt. Die meisten Laufschuhe besitzen am Ende der Schnürung eine zusätzliche Öse, die sich hinter dem letzten Schnürsenkelloch befindet. Mit dieser Öse kann das sogenannte Fersenschloss gebunden werden. Dazu werden die Enden der Schnürsenkel zunächst von außen durch die zusätzlichen Löcher geführt. Dadurch entsteht jeweils eine Schlaufe. Nun den Schnürsenkel der gegenüberliegenden Seite durch die Schlaufe führen und festziehen. Die Ferse sitzt nun fester im Schuh und die Zehen stoßen nicht mehr vorne an. So kann Blasen und Druckstellen vorgebeugt werden. Cool. Genau das ist sie, die Marathonschnürung. Zurückspulen. Wir haben die ersten 500 Euro. Sehr gut. Kino. Mhm. Während sich Sean Connery auf die Dreharbeiten zum James-Bond-Teil Sag niemals nie vorbereitete, A. demolierte ihm Bond-Bösewicht Klaus-Maria Brandauer das Auto, B. brach ihm sein Trainer Steven Seagal das Handgelenk oder C. bekam er Briefe von Roger Moore, signiert mit Der wahre Bond. Nicht lustig. Also C würde ich jetzt mal aus. Da haben sie gesagt, es wäre der Erste gewesen. Das wäre echt irgendwie mies und die Briten untereinander. Ich meine, das kann vielleicht einmal ein Gag sein, dass er vielleicht einmal einen Brief geschrieben hat, aber Briefe... Ja, das ist ja dann schon die Mehrzahl, ne? Ja, und warum sollte der das machen? Also als einmal Gag, ja, haha. Aber warum sollte... Ja gut, nee, das würde ich... Kann ich mir auch nicht so gut vorstellen bei B. Aber warum sollte sein Trainer ihm das Handgelenk brechen? Das ist doch so medizinisch unvorteilhaft, oder? Ja, vielleicht aus Versehen. Ich habe keine wirkliche Ahnung. Mich lacht A ein bisschen an. Kann denn hier vielleicht ein Joker helfen? Wer ist dein Joker? Mein Joker ist Lukas Avive, ein ebenfalls befreundeter YouTuber von uns. Er guckt auch sehr viele Filme. Ob er darauf jetzt eine Antwort weiß? Also wenn der Trainer ihm wirklich das Handgelenk bricht, das aber ist eine recht miese Verletzung. Das ist echt böse, aber das bestimmt nicht mit Absicht. Nee, nicht mit Absicht, aber dann würde der Film erstmal verschoben werden, weil du kannst kaum das Handgelenk. Also deswegen bin ich bei A, das Auto stand irgendwo, Klaus-Maria Brandauer war noch ein junger deutscher Schauspieler, der wusste von nichts, Bomb ist in das Auto vom Connery gefahren. Mit dem A, oder? Ja. Mit dem A. Vielleicht hat er das Auto ja auch eingepackt und hat ungefähr so dieselben Einpackfähigkeiten wie Tim. Einpacken ist so eine Sache, ne? Da bin ich auch nicht so bewandert mit tatsächlich. Um sich für die Dreharbeiten zu seinem James-Bond-Comeback 1983 in Sag niemals nie vorzubereiten, übte sich Sean Connery auch in der Kampfkunst Aikido. Sein Trainer war damals kein geringerer als der spätere Actionstar Steven Seagal. Während des Trainings ging es offenbar so heiß her, dass Seagal Connery tatsächlich das Handgelenk brach, als dieser versuchte, einen Schlag abzuwehren. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Wir haben aber noch eine Menge vor uns. Wäre deine Mutter was für Essen und Trinken? Ja, doch, würde ich vor schon sagen. Vor allem fürs Trinken. Essen und Trinken. Essen und Trinken. Also immer nur als Backup. Eigentlich wollen wir es selber machen. Also nicht, genau, dass die Idee jetzt ist, wir nehmen Dinge. Okay, es ist mehr Essen als Trinken. Intensiv bitter schmeckender Spargel. Ich mag keinen Spargel. A. Wurde zu nah am Wurzelstock gestochen. B. Deutet auf übermäßigen Niederschlag beim Anbau hin. Oder C. Wurde zu früh geerntet. Ich glaube tatsächlich, meine Mutter könnte das wissen. Ja?
Ich bin da ja sofort bei C. Ja. Ich meine, ich würde B ausschließen, deutet auf übermäßigen Niederschlag beim Anbau hin. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also das heißt, es wäre jetzt, dann wäre ja eine ganze Spargel, da wäre das gesamte Rheinland. Ich meine, ja. Bornheimer Spargel ist ja, eigentlich müssten wir das wissen, oder? Eigentlich schon, aber so. Ich bin tatsächlich nicht der Spargelspezialist. Ich esse auch gar nicht gerne. Aber dann müsste ja der gesamte Bornheimer Spargel bitter sein, wenn es zu viel geregnet. Deshalb würde ich B ausschließen. Ja. Und wurde zu nah am Wurzelstock gestochen. Also man muss natürlich genau darauf achten, wo. Aber da wird ja nicht irgendwas freigesetzt, was dann dazu... Ja, dann das hieße ja dann, dass man müsste ihn dann weiter oben abkürzen. Ja. Also dann schneidest du den nachher in der Küche, da wird er eh nochmal gestochen. Außerdem, die Spargelstecher sind echt gut. Sollen wir C sagen? Ohne Joker? Und wenn er zu bitter ist, dann haben sich die Bitterstoffe noch nicht... Ohne Joker. Wir heben deine Mutter für Mode auf. Ja. Oder sowas. C. C. Alles klar. C steht. Spargelpflanzen sind mehrjährig. Da ihr Wurzelstock mit jedem Erntejahr weiter in Richtung Oberfläche wächst, müssen die Spargeldämme jedes Jahr höher angelegt werden. Sonst kann es passieren, dass die Sprossen einer älteren Spargelpflanzung zu nah am Wurzelstock gestochen werden. Da der Wurzelstock Bitterstoffe enthält, schmeckt der Spargel dann unangenehm bitter. Wurde der Spargel dennoch einmal zu nah am Wurzelstock gestochen, kann der bittere Geschmack durch gründliches Schälen und großzügiges Abschneiden der Enden gemindert werden. Ärgerlich. Tja, jetzt wird die Mama sagen, warum hast du mich nicht angerufen? Ja, das wird wahrscheinlich so kommen, ja. Dann kannst du ihr sagen, weil ich dich davon abgehalten habe. Es bleibt bei 500 Euro und ihr könnt ausgleichen. Mein Gott. Jetzt aber. Ich würde dann unsere Erde nehmen. Unsere Erde. Lass uns mal Einspruch nehmen. Was trifft auf die Nordhalbkugel im Vergleich zur Südhalbkugel im Durchschnitt zu? A. Sie ist nur halb so stark von den Gezeiten beeinflusst. B. Es ist dort deutlich windiger. Oder C, sie ist um etwa 1,5 Grad Celsius wärmer. So, ich hatte sofort was mit Wasser im Kopf, weil ich meine, auf der Südhalbkugel ist mehr Wasser. Ja, das schon. Als auf der Nordhalbkugel. Somit macht A zumindest schon mal Sinn. So, es ist deutlich windiger. Die ganzen Tornados und sowas, die sind doch auch tatsächlich mehr auf der Nordhalbkugel, oder? Ja, so in Nordamerika sind ja einige Tornados, aber es gibt in der Südhalbkugel ja auch die Taifune. Das ist ja dann mehr so da in der Region um Australien, ne? Das wäre ja aber wirklich so weit im Süden. Also ich habe kaum Tornado oder Taifune gehört, die in Südamerika sind oder in Australien. Sondern wenn ist es Thailand so mehr, ist aber auch schwierig. Und Nordamerika, glaub, es liegt da Florida. Auf dem Äquator drauf, ne? Ist es vielleicht doch windiger? Also auf der Südhalbkugel ist ja mehr Wasser. Ja. Ich glaube, auf dem Wasser ist es ja windiger. Ja, und da mehr Wasser. Wir haben Wald, wir haben Berge, da ist der Wind nicht so stark. Also sind wir jetzt bei Wind. Bist auch dabei? Ja. B. Und wir hoffen mal, dass wir jetzt endlich... Über C habt ihr gar nicht geredet, ne? Nee, ja gut, Wärmeleiter, Wasser. Ach, na, es ist aber in der Südhalbkugel wärmer. Ja, nur ist zu spät. Aber dann ist es okay. Oder? Bereits in der vorindustriellen Zeit, vor 1850, wies die Nordhalbkugel im Vergleich zur Südhalbkugel klimatische Unterschiede auf. Sowohl Meeresströmungen, die tropisches Wasser in den Norden fließen lassen, als auch unterschiedlich starke Rückstrahlungseffekte der jeweiligen Polarregionen führen bis heute dazu, dass die Nordhemisphäre der Erde wärmer ist. Mit 14,7 Grad Celsius im Jahresdurchschnitt aktuell um etwa 1,5 Grad. Seit der industriellen Zeit liegt der Hauptgrund allerdings in den höheren Emissionen der aufgrund der größeren Landmasse wesentlich stärker besiedelten Nordhalbkugel. Leider wieder daneben. Leider wieder. Naja. Wir nehmen bei der nächsten Frage auf jeden Fall den Joker, egal was kommt. Hm? Einspruch. Ihr liegt ja weit in Front. Wir liegen weit vor. Voll. Begeht ein Autofahrer mit derselben Handlung mehrere Ordnungswidrigkeiten gleichzeitig, wird A. die Geldbuße aller Vergehen addiert, B. neben der Geldbuße immer auch ein Punkt fällig oder C. nur das Vergehen bestraft, das die höchste Geldbuße androht. B. Hätte ich jetzt so gesagt. B? Ich meine schon. Nur mal so, aus eigener Erfahrung?
Was? Aus eigener Erfahrung oder wie? Ich kann mir das so vorstellen. Ich das Vergehen bestraft, das ist die höchste. Also die Geldbuße aller Vergehen addiert. Also C schließen wir aber auf jeden Fall aus, oder? Ja. Ich glaube, dass. Ich kann mir B halt nicht vorstellen, doch, weil du kriegst ja nicht immer, egal was du tust, noch einen Punkt dazu. Ich übernehme die Verantwortung, okay? Ja. B. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich guck den. Kann mit bis zu Führerscheinentzug bestraft werden, wenn das jetzt nicht richtig ist. Wird ein Autofahrer dabei erwischt, wie er an einer gerade auf Rot umgeschalteten Ampel rechts abbiegt, ohne dabei den Blinker zu setzen, dann verletzt er zwar gleichzeitig zwei verschiedene Gesetze, wird aber in der Regel nur für das Überfahren der roten Ampel bestraft. In diesem Fall liegt eine zusammenhängende Tateinheit vor, bei der das Ordnungswidrigkeitengesetz unter § 19 vorsieht, sind mehrere Gesetze verletzt, so wird die Geldbuße nach dem Gesetz bestimmt, das die höchste Geldbuße androht. Das hätte ich nicht gedacht. Wir sind auch ein bisschen Service-Sendung. Läuft heute diese. Bleibt bei 500 Euro. Aber ihr habt wenigstens schon 500. Naja, sagen wir mal so. Ich sag mal so, es bleibt spannend. Ja, das stimmt. Ich hab. Vielleicht sollten wir jetzt etwas nehmen, wo wir überhaupt gar keine Ahnung von haben. Was kommt denn so bei damals so Mode Fragen? Zum Beispiel. Mode, ja gut. Finde Mode, komm. Okay, du stell dem Jan doch nicht, dass er keine Ahnung von Mode hat. Ja. Fast unverschämt. Ach was. Wie kam der breite, offengetragene Schillerkragen zu seinem Namen? Hemdenkragen wurden nur aus glänzenden Stoffen gefertigt. B. Porträts von Friedrich Schiller lösten damals einen Trend aus. Oder C. Die Form des Kragens ähnelte einem Gebäck aus Blätterteig. Also ich glaube, wenn das wirklich, sage ich mal, wenn Friedrich Schiller den Trend dazu gesetzt hätte, das wäre dann auch, ich könnte mir vorstellen, dass das als Antwort zu leicht wäre. Also wenn man Antwort B nehmen würde. Das ist auf der Seite natürlich eine völlig andere Nummer. Ja, aber vielleicht. Ich hab schon wieder keine Ahnung. Ich würde zwischen A und C überlegen. Der breite, offen getragene Schillerkragen. Ich habe leider auch überhaupt gar keine Ahnung, was der Schillerkragen ist. Also das ist so, ich glaube, einmal komplett um den Hals rum. Das ist, würde ich mal sagen, heute ein bisschen aus der Mode gekommen, wenn ich mir jetzt gerade das Richtige darunter vorstelle. Es kann natürlich auch sein, dass ich komplett falsch liege. Ich würde es so einschätzen in den Zeitraum vor 200 Jahren. Das sind halt hier so ganz viele Falten drin, das ist rund und geht um den Hals drum. Okay, das hatte ich auch im Kopf. Und auch natürlich, aber nicht mit Friedrich Schiller zusammen, sondern eher aus dem englischen Raum. Ja. Dieses Kragending. Daher. Dann würde ich A sagen. Weil das hat man da ja auf Bildern auch bei Frauen gesehen, ne? Ja. Ich würde A sagen, doch. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Also, bin ich immer sehr gespannt. Wir schauen. Der Schillerkragen ist ein breiter, offen über der Jacke getragener Hemdkragen. Er kam im späten 18. Jahrhundert in Mode und galt als Zeichen einer revolutionären und naturverbundenen Lebenshaltung. Damit stand er im Kontrast zu den damals getragenen Hemden mit engen Halsbinden. Der Name entstand durch die Verbreitung von Porträts, die den Dichter Friedrich Schiller mit dem lässigen Kragen zeigten. Sie wurden häufig kopiert, sodass sich der Trend in der Öffentlichkeit verbreitete. Es bleibt bei 0 Euro. Sagt man nicht, dass der erste Gedanke meist der richtige ist? Ja. So ist es. Wir sollten, glaube ich, mal danach gehen. Ja. Nächstes Mal einfach. Oder nehmt einfach das, wo ihr nicht glaubt, dass es ist. Mhm. Wenn du jetzt eine Kategorie für deine Mutter auswählst, nimm nicht damals. Das kommt das nicht gut an. Ich dachte mir, da kann ich jetzt nur verlieren. Tierisch Tiere natürlich schon, wenn eine tierische Mutter hat. Also von Tieren hat sie auf jeden Fall auch Ahnung. Das hätte ich auch genommen. Tierisch. Ja. Mhm. Verdammt. Da können wir dann selber noch drauf kommen. Eine Studie direkt ein. Der Universität Exeter fand 2020 heraus, dass Lebensmittel für Möwen besonders begehrenswert sind, wenn sie A. zuvor von Menschen berührt wurden, B. mehr Zucker als Fett beinhalten oder C. in Alufolie eingepackt sind. Also,
Das haben wir ja alle schon mal erlebt, ne? Alufolie eingepackt sind. Ich glaube, der Bernhard weiß es, der platzt gleich. Ach, du weißt es schon? Ja, ich weiß es nicht, aber ich habe, also ich von Menschen berührt und Zucker als Fett kann mir nicht vorstellen. Bei Alufolie bin ich sofort bei Fischen im Wasser. So ein Hering, der hat so eine glänzende Oberfläche. Der schwimmt am Wasser, der glitzert, der, da stimmt, will die Möwe hin, stimmt, den will die haben. Ja. Und so eine Alufolie ist irgendwie wie das Schuppengeflecht, was, ja, was so eine Heringsforellenlachsaal hat. Hm. Klingt am plausibelsten auf jeden Fall. Deshalb wäre ich so bei. Zuvor von Menschen berührt, würde ich jetzt auch nicht sagen. Nee. Aber er soll die Möwe aus der Luft feststellen. Wie wollen die das machen? Die legen das da hin und machen dann so und die, ja, werden gegessen und die nicht. Und mehr Zucker als Fett beinhaltet, das ist denen, glaube ich, also Zucker. Das ist glaube ich, ziemlich egal. Ne? Und wenn, wollen die eher Fett als Zucker. Ja, das glaube ich, würde ich mal sagen, fast wichtiger. Sollen wir C sagen? Ja. C. 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 Bevor wir uns da rausreden. Möwen sind voll krass, ne? Wenn man da so einen Moment mal nicht hinguckt. Alles weg. Alles weg. Meins. Möwen sind dafür bekannt, Menschen aufzulauern, um an Nahrung zu gelangen. Eine Studie der Universität Exeter untersuchte 2020, welche Lebensmittel bei Möwen besonders beliebt sind. Das Ergebnis? Möwen stürzen sich besonders auf Essen, wenn sie beobachtet hatten, dass es vorher von Menschen berührt worden war. Unberührte Lebensmittel wurden häufiger verschmäht. Die Forschenden schließen daraus, dass die Vögel gelernt haben, die Berührung als Hinweis für gute Nahrung zu deuten und sie sich so erfolgreicher in besiedelten Gebieten behaupten können. Ja. Krass. Das fand ich so leicht. Ja, ich auch. Mein erster Gedanke gewesen. Wenn Sie gerade zugeschaltet haben, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Genial daneben. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Es bleibt bei 500 Euro. Was ist denn heute los? So, ich wollte es von Anfang an nehmen. Und Psychologie ist vielleicht auch ein bisschen was für den Joker. Vielleicht wegen Gaming irgendwas, gehirnmäßig, keine Ahnung. Ja, da ist nicht mehr viel von vorhanden. Aber vielleicht reicht es. Wie ticken wir? Komm. Ja. Manche mehr, manche weniger. Mit Hilfe eines funktionellen Magnetresonanztomographen. Was? Fand ein britisches Forschungsteam heraus, dass Menschen A. schneller satt werden, wenn sie anderen beim Essen zusehen, B. leichter lügen, je öfter sie es tun, oder C. tiefer schlafen, wenn sie vorher laute Rocksongs gehört haben. Ich glaube, also ich glaube B. Also A kann ich mir am schlechtesten vorstellen. Ich glaube, da kriegt man eher mehr Hunger. Glaube ich auch. Ja. Und bei C, vor circa nach einem Jahr waren wir auf einer Party eingeladen, wo den ganzen Abend in diesem Club extrem laute Musik lief. Und ich hatte das Gefühl, dass ich am nächsten Morgen immer noch so einen Pfeifton im Ohr hatte. Also wenn man sich extrem laute Songs vor dem Schlafengehen anhört, würde ich jetzt glauben, nicht, dass man davon tiefer schläft. Wahrscheinlich hast du wieder den ganzen Abend auf oder vor der Box getanzt. Ich habe tatsächlich direkt davor gesessen, das stimmt. Das könnte damit zu tun haben. Weißt du, was mich nur ein bisschen, also ich bin auch der Meinung, wenn einer viel lügt und auch damit Erfolg sogar hat, ja, dass der leichter lügt und sich keine Gedanken mehr macht, sondern einfach immer Lüge. Nur, wofür braucht man dann einen Magnetresonanztomographen? Ich muss zugeben, ich weiß nicht ganz genau, was ein Magnetresonanztomograph ist. Ich auch nicht, aber ich könnte feststellen, wenn du lügst, das könnte ich theoretisch auch ohne Magnetresonanztomographen. Vielleicht kann man ja damit irgendwie eine Herzfrequenz etc. messen. Vielleicht ganz kurz, unter Freunden auch MRT genannt. Ach klar, ja, das wird bei mir ja ganz regelmäßig beim Neurologen gemacht. Ach so, ja, da kann man, also unterm EEG, wenn ich das bei meiner Neurologin bekomme, kann man auch die Gehirnaktivitäten sehen. Und MRT, da kann man auch in das Gehirn reingucken. Also halt. Wird das wegen der Ticks gemacht oder wegen der Epilepsie? Wegen der Epilepsie. Ja. Wie oft musst du das machen? Alle 3 Monate. Also nicht zum MRT, aber EEG kriege ich alle 3 Monate. Aber jetzt weiß ich endlich auch mal, wofür die Abkürzung steht. Ich kannte die Abkürzung für EEG und EKG, aber das nicht. Ich würde trotzdem bei B bleiben. Dann B. Gehen wir B. War jetzt auch mein erstes Gefühl, als ich die Antworten gesehen habe. Ja, ja, aber jetzt ist eingeloggt, jetzt bist du in der Verantwortung. Diesmal bist du es ganz alleine. Ein Forschungsteam des University College London führte 2016 einen Versuch durch, bei dem Teilnehmer auf Kosten eines anderen an Geld kommen konnten, wenn sie ihn wissentlich falsch informierten. Im MRT wurde beobachtet, dass die Amygdala beim Lügen aktiv wurde.
Sie dient dem Erkennen möglicher Gefahren und spielt eine Rolle bei der Entstehung von Angst. Im Experiment war die Amygdala allerdings von Lüge zu Lüge weniger aktiv. Je häufiger eine Person log, desto weniger Unbehagen bereitete es ihr offenbar. Sehr gut. Und damit auf jeden Fall im Spiel. Für Jan und Elton die ersten 500 Euro. Jetzt ist schon mal Gleichstand. Ja. Total spannend heute, ja, meine Damen und Herren. Wir haben noch eine Frage für beide Teams und es steht unentschieden. Ja, genau. Wir haben noch den Joker. Wir haben beide noch den Joker. Wir haben beide noch den Joker. So, jetzt. Deine Mutter, eher Geschichte oder eher alles? Eher alles, oder? Die ist ja total alles, klug, ja, doch. Die weiß ich, alles. Die ist wirklich, wir nehmen seine Mutter. Fragezeichen. In der Fachsprache handelt es sich bei A. Oh Gott, das geht schon los. Einer Lampe nur um das Leuchtmittel. B. Einem Apartment, immer um ein Zimmer in einem Hotel. Oder C. Einem Balkon nur um das Geländer. Fachsprache. Das bedeutet, bei A, wir reden mit einem Elektriker. Und der sagt, er sagt einem anderen Fachmann, ich schließe jetzt die Lampe an. Nur das Leuchtmittel wäre die Birne. Nee. Ich glaube, bei einem Elektriker in der Fachsprache heißt das Leuchtmittel Leuchtmittel. Das glaube ich auch. Also A würde ich ausschließen. Bei einem Balkon genauso. Wenn ein Architekt sagt, dort kommt ein Balkon hin, dann kommt da ja nicht nur das Geländer hin. Und dann gehst du zum Geländer und fällst Nee. Balkon. Immer nur mein Zimmer in einem Hotel. Das kann ich mir auch am ehesten vorstellen, muss ich sagen. Pacht ein Teil. Überlegt mal, was ihr ausschließen könnt, weil dann rufen wir ja die Mama an. Also wir schließen A und C aus. Ja, auf jeden Fall. Und rufen jetzt die Mama an. Alles klar. Mama heißt Tina. Tina Tequila. Hallo, hallo Tina. Hallo. So, du kennst ja deinen Sohn. Ja. Ich hoffe doch. Warum? Welchen? Wir sind bei der letzten Frage. Hallo. Wie steht's denn? 500. Ja. Ja. Wir brauchen jetzt deine Hilfe. Genau. Bist du bereit? Ich bin bereit. Gut, natürlich. Ich lese dir erstmal die Frage vor und dann kommen wir gleich auf alles andere zurück. Also, die Frage lautet: In der Fachsprache handelt es sich bei A. einer Lampe nur um das Leuchtmittel. B. einem Apartment immer um ein Zimmer in einem Hotel. Oder C. einem Balkon nur um das Geländer. Ja, also normalerweise würde ich sagen Antwort 1. Also A, die Lampe und das Leuchtmittel. Ja. Ja. Obwohl eigentlich ist ja die Glühbirne das Leuchtmittel. Das haben wir auch gedacht, genau. Ja. Also wir tendieren also mehr zu B. Wir tendieren mehr zu B. Einem Apartment immer um ein Zimmer in einem Hotel. Wegen Apart, also weil es ja ein Part ist von einem Zimmer. Du hattest erst A gedacht, die beiden haben wir sind bei ein bisschen B. Dann, dann sage ich auch B, weil eins ist eigentlich ja, also eine Lampe ist ja das Konstrukt an sich, wenn man jetzt das meint. Und die Glühbirne ist ja eigentlich das Licht. Genau. Also ich würde B sagen. Genau. Auch. Okay. Wir auch. Also Tina schließt sich an. Tina, bleib bei uns. Wir lösen das jetzt noch auf und drücken die Daumen, dass nochmal 500 Euro dazukommen. Hoffentlich. Die Begriffe Lampe und Leuchte werden gerne synonym verwendet. Tatsächlich verbergen sich dahinter in der Fachsprache verschiedene Dinge, wie auch das Deutsche Institut für Normung festlegt. Eine Leuchte bezeichnet eine vollständige Leuchtvorrichtung, also zum Beispiel Kabel, Sockel, Lampenschirm, Fassung und auch das Leuchtmittel. Das Wort Lampe hingegen bezeichnet nur das Leuchtmittel. Korrekt verwendet heißt es also Stehleuchte und nicht Stehlampe. Tina, dein erstes Gefühl war das Richtige. Ja. Ja. Leider. Genau. Danke jedenfalls. Dankeschön. Danke. Grüße. Tschüss, Tina. Tschüss. Ja, tschüss.
Lass uns raten, wir nehmen damals. Ja. Genau, es ist ja nicht jetzt mehr so. Jetzt rufen wir gleich deinen Kollegen an. Hm? Jetzt kommen wir noch in Rückstand. Warum? Wir haben hier so lange geführt. Warum bekam Mary Hunt, Mitarbeiterin eines Forschungszentrums in Illinois, 1941 den Spitznamen Moldy Mary? A. In ihrem Arbeitszimmer lagerte sie Mumien aus Ägypten. B. Sie entdeckte die Wirksamkeit des Lüftens, um Schimmel vorzubeugen. Oder C. Sie suchte auf altem Obst und Gemüse Pilze für Penicillin. Tja. Also, ich würde mal A ausschließen. Das würde ich auch ausschließen. Also, dass die da einfach so ein paar Mumien im Arbeitszimmer lagert. Das müsste schon ein großes Arbeitszimmer sein. Ja, und vor allem würden die ja zerfallen, wenn die da drin nicht richtig konserviert sind. Ich weiß jetzt nicht, ob sie in dem Jahr, also 1941, in ihrem Arbeitszimmer die Materialien gehabt hätte. Weil ich glaube, die würden ja dann irgendwann, natürlich würde der Verwesungsprozess wieder einsetzen. Moldy, ich nehme an, Moldy hat wahrscheinlich irgendwas mit Schimmel irgendwie zu tun oder halt alt. Penicillin kann ich mir... aber sie suchte... Sie war Mitarbeiterin des Forschers. Ich bin für C. Die hat Pilze gesucht, Schimmelpilze auf Obst und Gemüse, die dann später für Penicillin verwendet werden konnten. Aber ich weiß es nicht. Ob also ihr seid für C und wir rufen Lukas an. Ja, ich bin für C. Ich würde sagen, am wenigsten kann ich mir B vorstellen. Also ich denke mal, dass sie nicht die Person ist, die das entdeckt hat. Ich glaube, da ist vorher bestimmt schon jemand drauf gekommen, dass Lüften gegen Schimmel hilfreich ist. Okay. Ja, also ich würde auch C sagen. Lukas, du kannst ja noch mal, Jan, du kannst ja noch mal ganz kurz sagen, Lukas ist ein YouTube-Kollege von euch? Genau, der Lukas ist ein befreundeter YouTuber von uns. Lukas Hive? Lukas Vive heißt sein Kanal und das ist unser Joker in der heutigen Runde. Genau. So, guten Abend. Hi. Grüß dich. Wir sind bei der letzten Frage. Ja. Okay. Ja, und hier drüben hier läuft's. Ist der Erfolg auch nicht zu Hause. Wir sind schon fertig. Aber du könntest dazu beitragen, dass Jan und Elton in Führung liegend ins Finale gehen. Also insofern, alles klar. Lukas, pass auf. Ich lese dir die Frage vor und sie erfordert volle Konzentration. Okay. Das schafft er nicht. Warum bekam Mary Hunt, Mitarbeiterin eines Forschungszentrums in Illinois, 1941 den Spitznamen Moldy Mary? Alles klar soweit? Ja, alles klar. Okay. A. In ihrem Arbeitszimmer lagerte sie Mumien aus Ägypten. B. Sie entdeckte die Wirksamkeit des Lüftens, um Schimmel vorzubeugen. Oder C. Sie suchte auf altem Obst und Gemüse Pilze für Penicillin. Boah, also da kann ich echt nur raten. Ich glaube, ich sag C. C? Da sind ja, ich rate jetzt einfach, aber C ist am logischsten einfach. Ja. Und von Penicillin hast du ja wahrscheinlich auch schon mal was gehört. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Gut, dann bleib bei uns. Wir sehen jetzt sozusagen gleich die Auflösung hier im Livestream. Mary Hunt wurde in den Medien als Moldy Mary, also Schimmel Mary, bekannt. 1941 arbeitete sie in einem Labor in Illinois in der Bakteriologie. Dreimal wöchentlich klapperte sie die Lebensmittelläden der Stadt ab, weil deren Besitzer ihr für ihre Arbeit verschimmelte Waren aushändigten. An einem Sommertag entpuppte sich, laut ihrer Erzählung, eine verschimmelte Melone als segensreicher Fund. Auf ihr wuchs der Pilz Penicillium chrysogenum. Da dieser deutlich größere Mengen Penicillin produzierte als die bislang bekannten Stämme, ebnete die Melone den Weg zur industriellen Herstellung von Penicillin. Yes! Wo er Wife ist, ist der Sieg zu Hause. Sehr gut. Ja? Korrekt. So, richtige Antwort. Und das heißt, die beiden stehen bei 1.000 Euro. Jetzt musst du die Daumen drücken, Lukas, weil wir gehen jetzt ins Finale. Und danach wissen wir, wer heute gewinnt. Ihr schafft das easy. Alles klar. Danke dir. Ciao. Tschüss. Damit haben wir folgenden Zwischenstand.
Tim und Bernhard haben 500 Euro auf dem Konto. Jan und Elton haben 1000 Euro auf dem Konto. Und so gehen wir jetzt ins Finale. Manchmal sage ich ja auch ins große Finale, aber die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Straßenverkehr. Da kenne ich mich aus. Da haben wir schon sehr viel gewusst. Ja, da sind wir gut. So, beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Was ist auf dem Gefahrzeichen 123, bekannt als Achtung Baustelle, neben einem Männchen noch abgebildet? A. Schaufel, B. Bagger oder C. Helm? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Zeit ist abgelaufen. Ihr habt Geld gesetzt, eine Antwort eingeloggt. Boah, ich bin echt gespannt. Bleiben Sie bei uns. Bis gleich. Nicht umschalten, da bleiben. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Tim und Jan von Gewitter im Kopf, ein sehr, sehr erfolgreicher YouTube-Kanal, weit über 2 Millionen Abonnenten. Gewitter im Kopf, Leben mit Tourette, so ist der vollständige Titel. Wir gucken erstmal auf den Kontostand. Ja. Ich finde, sollten wir nicht unerwähnt lassen. Nein. Ja, Tim und Bernhard haben 500 Euro erkämpft. Jan und Elton haben 1000 Euro auf dem Konto. Drei. Ihr führt. Ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Was ist auf dem Gefahrzeichen 123, bekannt als Achtung Baustelle, neben einem Männchen noch abgebildet? A. Schaufel, B. Bagger oder C. Helm? Jetzt schauen wir erstmal, wie viel Geld gesetzt wurde, wie risikobereit unsere Teams waren. Bernhard und Tim haben gesetzt. Alles! Klar! Wow. Volles Risiko. Volles Risiko. Jan und Elton haben gesetzt. 999. Auf welche Antworten haben die beiden Teams getippt? Tim und Bernhard haben gesetzt auf Antwort A. Jan und Elton haben getippt auf Antwort A. Wie sieht denn dieses Schild Achtung Baustelle aus? Das ist auch Dreieck, roter Rand und dann ist dieses Männchen und auf jeden Fall so ein Haufen. Das da ist eine Schaufel drin. Die Schaufel in den Haufen, meine ich. Holt die Schaufel daraus. Ja. Irgendwie muss der Haufen auf jeden Fall zustande gekommen sein. Das Gefahrzeichen 123, offiziell Arbeitsstelle. Das Schild zeigt Arbeiten an oder auf der Fahrbahn an. Ein rotes Dreieck mit einem schwarzen Männchen in der Mitte. Und eine Schaufel. Antwort A ist richtig. Und damit gewinnen Jan und Elton 1.999 Euro. Boah. Wer hätte das gedacht, dass heute noch mal so viel Geld zustande kommt? Hey, und das 1.999 Euro, die ihr erspielt habt, sind für jeden hinter euch im virtuellen Publikum 60,58 Euro. Warum kriege ich Geld und ich nicht? Ja, so sieht's aus. 60,58 Euro. Aber du kannst ja demnächst auch in der App mitspielen. Jan, da hättest du auch die Chance, Geld zu gewinnen. Haben nämlich heute auch drei gewonnen. Die haben auch 60,58 Euro, die sie bekommen. Also herzlichen Glückwunsch. Viel Erfolg weiterhin. Alle, die noch nicht reingeschaut haben, sollten das mal tun. Ja, schaut mal vorbei bei Gewitter im Kopf, Leben mit Tourette. Und wir sehen uns sicherlich bald mal wieder. Danke, dass ihr unsere Gäste wart. Danke für die Einladung. Tim Lehmann und Jan Zimmermann. Danke an Bernhard und Elton. Das war's für heute mit Wer weiß denn sowas. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß jetzt mit Jörg Pilawa und dem Quizduell. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis dann.